Schweini blutet, Deutschland tutet, heißt ein Band mit 44 Fußballgedichten, den der Bremer Fußballexperte und Hörfunkredakteur Michael Augustin während der Fußballweltmeisterschaft gedichtet hat. Augustin schrieb die Gedichte als Mitglied der Dichterelf unseres Blogs, das Gedichtblog.de, unter der Leitung von Kapitän Jan Eike Hornauer, haben ja im Sommer 2014 11 Lyrikerinnen und Lyriker aus ganz Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft nahezu in Echtzeit mit ihren Gedichten begleitet. Und Michael Augustin war der Mittelstürmer dieser Mannschaft, wenn man so will. Und er hat jetzt als Solist einen Band im Verlag Die Werkstatt herausgebracht, bibliophil gemacht, dieses Bändchen im quadratischen Format. Es lohnt sich nochmal, diesen wunderbaren Fußballsommer anhand der Gedichte von Michael Augustin Revue passieren zu lassen. Ich selber erinnere mich noch sehr gut an das Spiel von Kolumbien, an das letzte Spiel von Kolumbien, in dem Kolumbien ausgeschieden ist, und ich hatte eigentlich auch Kolumbien die Daumen gedrückt. Kolumbien, geschrieben bei Anpfiff des Spiels der Cafeteros gegen die Characuras, ein Land höchst poesieaffin, das Festival in Medellin. Drum würd ich gern den Reim so biegen, dass die Jungs am Ende siegen, dichtete seinerzeit Michael Augustin, und ich glaube, es lohnt sich, im Verlag Die Werkstatt sein Buch zu erwerben, um dann noch einmal Deutschland tuten zu hören und ja, leider auch Schweinsteiger bluten zu sehen. Aber letztendlich hat sein Blut ja mit dazu beigetragen, dass Deutschland tatsächlich Fußball-Weltmeister geworden ist. Wer auch noch die restlichen Gedichte der Fußballnationalelf, der Dichter Nationalelf, sich zu Gemüte führen will, sollte sie sich unter www.dasgedichtblog.de an dieser Stelle also anschauen. 99 Gedichte, 44 davon, wie gesagt, hat Michael Augustin als Mittelstürmer bestritten.